Ich habe die Seelen der Verdammten noch ein paar sündiger. Schmeckt am besten. Ja, sind die denn mit Käserand auch? Und überbacken und mit extra Käse? Wenn dann Oberteufel Piccolo aus Dragon Ball. Achso, ja. Aber der ist doch grün, oder? Dann ist er jetzt. Abysmal, not a single piece in the entire collection. Oh no. Ach, wo ist denn das Museum? Da muss ich auch noch hin. Unten rechts, da wo du auch zum Strand runterkommst. Ach, das, was ich nicht finde. Okay. Schön. Ja. What's this? You found something. Let me see it. Ja, sieht aus wie Kacke. Ganz da. Remarkable. Das ist ein schöner Haufen, ich weiß. It's very old. I'd love to study this in greater detail, but it is yours. Na dann. I've got a favor to ask you. Would you consider donating any new artifacts or minerals that you find? We could make a groundbreaking discovery together. Oh, and who knows? If you keep donating, I might come across some interesting items to send your way. Nice. Mit Käse im Käserand auf der Käsepizza. Gruß an die Laktosenintoleranten. Die sind gerade instant gestorben. Think about it, will you? If you decide to donate, just bring the objects to the front desk. Es ist im Übrigen so angenehm, dass der nicht wie Eugen ist und dich nicht jedes Mal vollsülzt. Nein, du musst das Ding schon anklicken. Ja, es warten aber dann noch ein hauchedünnes Raspelchen, bitte noch Parmesan obendrauf. Dann bin ich zufrieden. So, donate to the museum. So, da hast du die Kacke. Du kannst sieht voll viele coole aus. Sachen machen. Ich kann gar nichts. Ich bin voll schlecht. Nope. Wer kann coole Sachen machen? Du. Warum? Und die Museumsdonations hier geht voll ab. Und ich habe halt zufällig was gefunden. Mudstone, a fine-grained rock made from ancient clay or mud. Sag ich doch, Kacke. Ich will diesen kleinen Teddybär oder Teddy-Dings mitnehmen hier. Was ist das da eigentlich mit den Büchern? Das ist voll gut. Let's visit the farm. The chickens go bock bock, the pigs go snort snort, the goats go mama. The ducks go ack ack, the rabbits go sniff sniff, the cows go ooh ooh. Lies einfach mal die Bücher. Nein, nee, nachdem ich es las, dachte ich mir als erstes, no, what does the fox say? Ding, 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 ding. Es ist eigentlich schon wieder so weggehypt, dass man es jetzt schon wieder hören darf auch, oder? Ich fand den Song nämlich echt crazy gut. Frog. Nein. Sag mir, Nuddles, dass Fire Emblem immer noch nicht in der Special Edition erhältlich ist. Achso, irgendwas mit Rest in Peace und anderen Dingen. Ja, die Nuddles liest mit, wollte ich gerade sagen. The saloon can get pretty lively at night. Sometimes we even put a coin in the jukebox. Chuckle. Uhu. Da dancen die müden alten Knochen hier, wa? Opa? Na, mal da, kann ich hier rein? Hi. Hallo. Immer noch 25 von 28. Ich weiß aber nicht, wer mir noch fehlt. Oh. Okay, Pam hat zu viel gesoffen. Ich geh mal. Entschuldigung. Kann ich da jetzt auch rein? Ich will da mal rein. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit in den Laden. Ich muss mal gleich dringend hingehen. Ach ja, der Opa. Der Opa im Rollstuhl. Hallo. It's irritating to have to meet all these new people, huh? Name's George, by the way. Now buzz off. Wow, du bist ja ein ganz freundlichen. Er mag gerne Leaks. Keep rolling. Die Evelyn. Die ist heiß. Ich mach mich daran. Oma. Ich mach mich an die Evelyn ran. Das ist mein erklärter Plan. Ich mach mich an Evelyn ran. Die ist verheiratet. Seit wann ist das ein Argument? Why, hello and welcome to our little community, dear. You can call me Granny if you like. Die freut sich doch immer so, wenn sie mich sieht. Du, 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 du. So, gehen wir mal in den Laden. Ach, ich mag dieses Spiel. Was kostet der denn nochmal? 2000 Gold. Okay. Demnächst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15? Ich werde sehr arm gerade. Ja, das sollte reichen für den Anfang. Auf Wiedersehen. Jetzt werden wir arm. Nur 2 Euro. Oh, 2 Euro sind jetzt nicht so viel. I've decided I'm going to organize my clothes today. I'll have to throw out all of last year's styles to make room for the new ones. Alles klar, Haley.
Du bist in Wahrheit Paris Hilton. Und überhaupt gar nicht oberflächlich. Ja, sagtest du schon gestern, Spartan. Das hat wohl ein bisschen hartes. So, ich brauche mal anderes Werkzeug. Nämlich das da. Knack. Wie Knack. Ja. So heißt das Spiel tatsächlich. Aha. Nee, Knack. Seid ihr da auch mit mehreren? Muscheln verkaufen. Muscheln. Muscheln verkaufen. Hallo? Achso, kann ich nicht da, wo ich stehe, darf ich nicht? Hallo. Nein? Jetzt vielleicht? Okay. Achso, ich muss noch Opa sein Grab freilegen. Ja, das kommt bei mir demnächst. Solange du nicht den Opa freilegst, ist alles gut. Nein, der kommt ja erst später. Er hat sich ja, kündigt sich ja an. Ja, richtig, richtig. Bin auch mal gespannt, was dann da passieren wird. Der Zombie-Opa. Ja, ich bin aber wirklich ernsthaft gespannt, was dann da passieren wird. Ob dann bei mir Papa schlumpft. So. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin schon da, Papa schlumpft. So, einmal alles gießen. Da, 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 da. Naja, genau, dieser eine Launch-Titel da. Sah auch nicht uninteressant aus, muss ich zugeben. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich mir so, ja, okay, könnte interessant werden. Von den Kritiken, was ich ja mitbekommen habe, war es so ein, naja, so ein Standard-Jump-Run. Hm. Irgendwie sowas halt. Jump-Run, irgendwie ist das gar nicht mal so schlecht, dass ich das Feld diesmal hier angelegt habe. Bei meinem ersten Spielstand habe ich das links neben das Haus gebaut. Nur mal hinterher feststellen, scheiße, ich muss immer weit zum Wasser laufen. Also, weit, relativ, ne, aber... So, das hätten wir... Was habe ich denn da? Clay, Resource used in Crafting and Construction. Okay, die werden wir aber jetzt erstmal nicht brauchen, denke ich. Ich nehme mal ein paar davon mit. Und eigentlich kann ich mal eben das und das da lassen. No! Boah. So, dann gehen wir noch ein bisschen angeln, würde ich sagen. Dieses viel zu kleine Inventar, ich kotze hier ab. Mann, nee. Du, 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 du. Hätte, bevor wir hier gestartet sind, vielleicht vertraglich festgelegte Pinkelpausen einfordern sollen. Ja, keine Sorge. Ich gucke so ein bisschen auch immer hier so nebenbei auf die Uhr, wie lange wir hier schon zugange sind. Und wir können gerne gleich mal eine kleine Pause auch einlegen. Echt, du guckst auf die Uhr. Also mein Stand ist schon bis Augenlider. Mein Stand ist, wir sind anderthalb Stunden zugange jetzt am Senden. Echt? Ja, das geht schnell, ne? Nichts geschafft hier, so ein Scheiße. Das war das Zeitfresserspiel. Ja, ja, ich weiß, das geht echt schnell hier. Ekelhaft. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, aber nee, das. Die Zeit geht sehr schnell rum bei dem Spiel. Hm, waren denn nicht irgendwo diese Zwiebeldinger? Die wollte ich nämlich mal noch ein paar holen. Ja, da haben wir noch welche, okay. Aber sind nicht viele, ne? Gibt's hier noch irgendwo welche? Ich guck mal gerade. Schauen, ob ich noch welche finden kann. Anscheinend nicht. Nein, ich habe alle weggeholt. Na gut, aber das ist ja nicht schlimm. Hm. Ja, Esma. Und noch eine. Wir bringen echt nicht viel Energie, aber ist ja egal. Nur so ein bisschen. Was isst du denn? Ich esse gerade ein paar hier von diesen Spring Onions-Dingern da. Ach so. Also echt nicht viel. 13 Energie. So, mal eben was angeln hier noch ein bisschen. Na, ich hab noch gar nicht geangelt. Uah. Ich denke gerade tatsächlich kurz darüber nach, ob ich dann gleich eine minimal längere Pause mache.
Und es ein wenig ähnlich wie Tuka machen. Ich habe zwar keinen Hunger, aber ich kriege gerade voll Bock auf Energy Drink und ich habe keinen mehr da. Da könnte ich mir aber gleich eben noch einen organisieren. So weit brauche ich ja nicht bis zum Laden. Meint ihr, ihr haltet das gleich so 10, 15 Minuten kurz aus, wenn wir da so eine kleine Pause machen? Wie ist ich das eigentlich? Muss, Apfel. Musst du nicht auch mit den Hunden kurz raus oder sowas? So die Uhrzeit? Ja, sollen wir das dann einmal machen? Dann machst du deine kleine Hunderunde und ich mache meine kleine, ich husche zum Ladenrunde und dann treffen wir uns alle gleich im Stream wieder. Hoi, okay. Sollen wir das so machen gleich? Ja, mein Tag ist hier eh gleich um. Ja, ich angel jetzt auch nur noch ein, zwei Kleinigkeiten dann. Oder auch nicht, okay. Ah, Maximum. Habt eine Standleitung, schön. Mir ist das gerade so egal, Hauptsache ich kann gleich auf Toilette. Du kannst ja ruhig eben gehen, ist ja egal. Nein, ich sitze das aus. Nein! Grüne Algen gefangen, okay, geil. Oh, ich bin gerade zu blöd zum Angeln. Ich gucke immer auf den Chat in dem Moment, wenn hier irgendwas passiert. Das ist immer sehr blöd. Oh, ich kann den Leuten nicht die Bäume aus dem Garten weghacken. Das ist ja schade. Wie nett. Warten. Ja, mach das, Bart, mach das. Dann auf bis später vielleicht. Nee, okay. No, und schon habe ich mir meinen Perfect versaut. Red, möchtest du später ein bisschen Heroes spielen? Das weiß ich noch nicht. Wenn, dann sehr viel später, weil wir werden erstmal hier ein bisschen beschäftigt sein, denke ich. Gucken wir mal. Also geplant ist zumindest nichts. Das war optional fürs Wochenende vielleicht angedacht, aber da kann ich dir Bescheid sagen. Gucken wir dann mal. Ist aber auch nichts Eiliges. Also wenn du das meinst, was wir letztens so kurz unter der Hand gesprochen hatten sozusagen, dann demnächst. Unter der Hand? Aha. Ja, ja. Ist hier große Pläne alles, weißt du? Natürlich. Oh nein, I've started to feeling exhausted. Oh no. Was ist das? Was heißt das? Dass ich erschöpft bin. Exhausted? Ach so, okay. Das ist ein hässliches Wort, ne? Es geht. Was habe ich denn da? Ich habe eine broken CD. It's a JoJoNet 2 Trio CD. They must have made a billion of these things. Ja, hallo AOL-CDs. Die Anspielung verstehe ich wohl auch. Na ja, gut, so, komm, wir haben jetzt hier 10 von 9. Ich wandere jetzt auch nach Hause, weil es wird gerade dunkel. Viel mehr machen kann ich hier eh nicht. Dann gehe ich jetzt auch schon mal nach Hause. Ist okay. Hab ja ganz viel Kram hier eingesammelt. Ups. Bin ich hier durch? Ja. Ich habe auch schon 10.40 Uhr. Das passt doch. Tag 4 auch, ja, ne? Ja. Dann sind wir doch wenigstens gleich auf, das passt doch. So, die Felder sehen schön aus. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht zu viele Raben, Krähen, Dingens, irgendwas. Ach ja, stimmt, ja. Machen wir mal eben. Ja, komm, kann ich ein bisschen was verkaufen, die auch. Ne, komm, die behalte ich. So, das da rein, das da rein. Das kannst du mir schon mal geben, okay. Ich fülle mal eben meine Kanne schon mal nach. Mein Gott, smart ass. Selbst das Nachfüllen hat jetzt Energie gekostet. Okay. So, ja, passt auf, dann machen wir das jetzt elegant. Dann gehe ich jetzt auch noch gar nicht hier ins Bettchen. Dann warte ich damit bis gleich. Dann speichert der eh. Das heißt doch, das kann ich eigentlich machen. Dann speichere ich aber. Mache ich kurz Pause, Bildschirm mir am nächsten Morgen an. Go to sleep for night. Yes. Na, bisschen Geld gibt's auch. 130 für die Fische, 7 für die paar Grasbüschel. Ja, ist nicht das meiste, aber ist ja nicht schlimm. 137 Gold bekommen. Na gut. Demnächst kriegen wir ein. 127. Ja, gibt demnächst ein bisschen mehr, wenn ich da. Ich habe jetzt halt alles ausgegeben, wegen ich gerade hier für neue Samen, ne? Ja, habe ich auch. Direkt 45 Stück gerade gekauft, insofern. So viele? Ne, das mache ich nicht. Bin jetzt so faul. Nee, ich hab jetzt 4 Felder. Ich mache die immer hier so 3x5, also immer so 15 Stück. Ne? So, ja. So als ein Block sozusagen. Bisher und ich habe jetzt 4 solche kleinen Felder da stehen. Das heißt, insgesamt komme ich damit auf 60 Sachen, die ich da mal reinstecken kann. 15 hast du ja eh am Anfang gehabt. Jetzt habe ich noch 45 gekauft, also ne, jeweils noch 3 weitere 15 Felder. Insofern passt das erstmal. 15 hat man am Anfang, ich habe 10, also 25, 28 Sachen erst. Mhm, okay. Weil ich habe aber noch keine Blumenkohl-Mopeds gekauft, weil ich dann kein Geld mehr hatte. Das müsste ich noch schnell machen.
Okay, okay. Erinnern Sie mich, erinnern. Erinnern, rennen Sie mich gleich mal dran. Ich bemühe mich. Gut, ja, so, dann machen wir jetzt eben eine kleine Pause. Jo. Eine kleine, gegebenenfalls etwas längere Pause. Ihr wisst Bescheid. Ich husche tatsächlich jetzt mal eben ganz kurz gemütlich zum Laden und organisiere mir noch einen Energy Drink. Aber so lange dauert es nicht. Wie gesagt, gebt uns mal so... Soll ich dir einen Energy Drink mitbringen? Apfel. Wolltest du einen haben? Ja. Ja, das kriegst du gerade eben noch hin. Dann melde ich mich gleich kurz so bei dir und ja. Ne? Wie gesagt, Ladies, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache euch ein bisschen Musik mal eben an. Warte mal, ich mache mal eben das Spiel leise. Machen wir da mal eben den Ton weg hier. Wo ist er denn? Da, so, bup. Dann gibt es ein bisschen Musik auf den Ohren. Und ja, genau, so, dich mache ich hier schon mal stumm. Ich sag mal bis gleich, ne? So, die Nadels ist schon mal verstummt. Wie gesagt, auch an euch. Wir sind gleich wieder da, also bis gleich dann. Ach ja, so, da bin ich wieder und die Nadels vielleicht auch, man weiß es nicht. Toll, jetzt Schluck auf. Hallo. Okay, jetzt die Nadels mit Schluck auf. Hallo. Ich glaube, es war nur kurz. Ach so, wie schade eigentlich. Das ist immer so sympathisch. Schade. Irre sympathisch. Ja, irre sympathisch. Was? Schlucken? Boah, Benni. Ich schalte mal um hier. Geiler Typ. Ah, schön. So, ich glaube, die Sabi ist immer noch einkaufen. Unsere Läden sind anscheinend näher als ihre. Nicht, dass das schlimm wäre. Warum schnipsen sie? Schnipsen? Ich habe meine Durchsinge hier geöffnet. Ah, das klang nach Schnipsen. Süß. Ich dachte, das hat einen tieferen Sinn. Nein. Na gut, so. Energy Drink am Start, alles weitere auch eingekauft. Dann würde ich sagen, ja, ich mach mal hier auch weiter, ne? Drücken wir auf, okay. Da, der Junta. The Adventures of Junta, gehen weiter. Ich würde so gerne mein Haus einrichten, ne? So viele Dinge, die man machen kann. So. Ja, hurra, es regnet. Das ist schön. Oh, ich kann ernten? Oh, tatsächlich. Ah, ich kann ernten. Ah, lalalala, ich kann ernten. Lalalala. Voll gut. Echt? So. Sollte ich ja dann auch können, ne? Und mein Journal. Archaeology. Günther, nee, der Gunther asked if you'd consider donating any new artifacts or minerals you find to the museum. He says he'll compensate you by way of occasional rare goods. Danke, Geld. Was haben wir noch? Getting started. Bla 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 bla. Okay, das haben wir auch gemacht, ja, alles klar. Advancement. Reaching farming level 1 and craft a scarecrow. Kann ich schon eine Scarecrow machen? Ich glaube nicht. Fishing. Ja, das müssen wir mal noch machen. Einen Tag noch. Leider habe ich die ja blöderweise verkauft. Ich hält. Hier sind schon wieder diese geilen Geräusche. Hi, me sells hats. Okay, poke. Come to the old house. Poke. Bring coins. Hat mouse. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Muss ich mal machen. Achso, ja, ich kann auch valued Georgia Mart customers. Bla 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 bla. Ja, irgendwas mit sowieso... Drilling operation near the mountain lake. I'd like to remind you that drilling operation is legal, responsible, service, huh? Apologize for any inconvenience and extra time I have cost, as well as support and patronage. Okay, ja. Patreon, alles klar. Ich hab's weggedrückt. Wichtige Dinge. Naja, bla bla, scheiß Market und so. Genau. So, ich möchte mir eigentlich aber auch neue Seeds kaufen nochmal. Ja, was? Scarecrow ist in dem Spiel? Ja. Scarecrow ist in dem Spiel. He's in the game. Ist halt ein geiler Typ. So. Oh. Diese Insider hier. Wir könnten auch die Radio Nukulage Fanshow machen, oder? Das ist ja hier... Hype. Ja, irgendwann laden wir Benny Borg persönlich ein. Das wird super. So, da ist noch zu. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Eigentlich wollte ich mir noch Samen kaufen, was ich aber gerade noch nicht kann. Dann könnte ich eigentlich mal eben vor allen Dingen. Warte mal, ich muss mal eben kurz was schauen. Crafting, bla 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 bla, Campfire.
Ach, das sind ja alles schöne Sachen, aber die brauche ich auch noch gar nicht. Torches hätte ich mir, glaube ich, einzeln machen können. Naja, ist egal. Ja, also wir suchen demnächst mal Scarecrow. Mein Gott, warum arbeiten die alle erst um 9? Was sind denn das für welche, ey? Weil die sind spät dran. So ist das halt. Gleitzeit, weißt du? Verkackte Gleitzeit. Kenne ich, aber. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ist da wieder ein Busch da vorne? Nein, diesmal nicht. Dachte ich, guck mal. So, kann ich hier schon rein? Jetzt ja. Hi! So, ich gehe mal in die Mine. Was? Ja, ist jetzt auf bei mir. Das war im Endeffekt auch das, worum es ging, dass sie ja da irgendwelche Arbeiten hatten und bla 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 und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten und das war total egal und bla 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 halt. So, hallöchen Marlon. I was just peering down into this old mineshaft. It's been abandoned for decades. Oh nein. Still, there's probably good ore down there, but a dark place, undisturbed for so long, I'm afraid ore isn't the only thing you'll find. Ja, probably hat er da wohl recht. Here, take this, you might need it. Tada! It's dangerous to go alone. Dankeschön. You received a rusty sword. Nice. Jedes Mal, wenn ihr Samen sagt, habe ich einen Ohrwurm von den Ärzten im Kopf. Das tut mir leid. Name's Marlon, by the way. I run the Adventurers Guild right outside. I'll keep my eye on you, prove yourself, and I might think about making you a member. Okay, cool. Ein Ärzteohrwurm ist nicht das schlechteste Möbel. Nee, also es könnte deutlich schlechteres geben. So, dann machen wir das doch mal heute. Wir schlagen uns mal ein bisschen durch die Mine. Needs for sale, ja, ich komme. Boah, ich habe jetzt so viel Schwachsinn dabei, den ich gar nicht brauche. Toll, die hässlichen Blumenkohl-Dinger sind billiger geworden. Billiger, billiger. Ja, ich könnte auch zum Laden gehen, aber... Jetzt bin ich erstmal in der Mine. Oh, das wird so auf die Energie gehen. So, ich spare mir mal hier ganz viel Kram, weil das kenne ich ja schon ein bisschen. Hi, nein, 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 greif mich nicht an, geh weg. Nein? Oh nein, ich bin vergiftet, oh no, no! No, komm her, stirb. So, danke. Vergiftet. Na, das wollte ich gar nicht. Tada! Ich habe Quarz gefunden, sehr schön. Ich mag Quarz. Noch mehr Quarz. Oh, ist das denn? Hardwood. Resource. Special kind of wood with superior strength and beauty. Okay, cool. Ja, meinst du das noch nicht? Inventar ist auch jetzt voll. Das Hardwood? Nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Aha. Okay. Bisschen blöd ist jetzt nur, mein Inventar ist, wie gesagt, tatsächlich voll. Aha. Das ist etwas unschön. Uäh, geh weg. Geh weg, elender Schleim. Niederes Getier, komm her. Ah, Mist, der hat mich schon wieder vergiftet. Fitz, oh nein, da ist noch ein Monster. Komm her. Komm her. Na, nicht ducken, nicht unterm Stein verstecken. Stirb einfach. Du Sau. Bam. Und du hast also den Eingang gehabt, okay. So, dann essen wir jetzt mal ein Blümchen. Yes. Yes, we can. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich schmeiß jetzt mal das Holz weg. Einfach, weil lieber nehme ich ein bisschen was von den Erzen mit. Als dass ich das andere wegschmeiße. Ich traue mich mal noch eine Etage tiefer. Ich darf schon in das verfallene Haus. Ja, da könnte ich bestimmt ja auch rein. Bin ich jetzt noch nicht reingegangen. So, erstmal alles wegsplättern hier. Möhrchen. Was schmeißt man dafür mal weg? Lieber die Möhrchen. Ja, ich nehme lieber die mit Holz, lass sie auch mal liegen. Ich kann hier quasi nichts mitnehmen, gerade ist ein bisschen ätzend, aber was soll ich machen? Das war ja auch richtig smart ass von dir, mit dem kleinen Rucksack da rein zu gehen. Ja. Aber ich habe halt noch nicht so viel Geld.
Ich dachte mir, bevor wir hier nichts Sinniges machen heute, mache ich halt das mal ein bisschen.